Ja, moin moin, meine lieben Freunde, hier ist euer Commander Keule, euer CK ist wieder am Start. Und zwar habe ich mir gedacht, jetzt wird es doch mal ein bisschen Zeit, euch hier vielleicht mal so den einen oder anderen Mod, der in letzter Zeit mal rausgekommen ist, die ich so ein bisschen gesammelt habe, bevor ich eine kleine Mob-Vorstellung. Ja, ein Mob. Wir brauchen noch einen Wischmob, glaube ich, wenn ich hier gerade so in der Halle stehe. Nein, eine kleine Mod-Vorstellung zu machen. Ich würde einfach ja direkt mal reinstarten. Und zwar haben wir hier so einen schicken kleinen ja, Gruber gekriegt mit 3 Meter Spannweite von Fortschritt, wenn man das so sagen darf. Ist was Nettes, Kleines. Mit 80 PS Leistung kann man den ziehen. 5 € pro Tag, 13.000 € kostet das ganze Ding gesamt. Ja, kann man in verschiedenen Farben sich hier aussuchen. Als Standarddesign oder braun oder grün, ne? Das ist, ja. Ich habe jetzt die Designs jetzt nicht alle rausgeholt für euch. Kann ich aber mal machen. Wir können ja das Ding hier. Das Ding noch. So, und dann haben wir die Dinger hier stehen. Und so sieht das Ganze dann aus. Das ist halt Fortschritt Standard, dann in braun und dann in grün. Sieht ganz schick aus, die Dinger. Wie gesagt, für kleine Maps, kleine Dinger, so wie Altenstein und so, ist das ganz nett. Lohnt sich auf jeden Fall für kleine Maps. So, dann haben wir hier von Saphir den Polestar Kombi für 5.880 Euro. 190 PS braucht man für dieses Ding, obwohl es nur 3 Meter Spannweite hat. 12 km/h Spitze, 6 € pro Tag kostet das Ding. Haben wir hier direkt nebenan mal stehen. Ist auf jeden Fall mal ein Vergleich. Ne? Hier 80 PS, hier einfach mal 190 PS fahren. War das 190? Ja, 190 PS, ja, kann man so stehen lassen, würde ich sagen. Muss man gucken, wie man das jetzt handhaben will. An dieser Stelle. Ja. Was haben wir denn noch? Bleiben wir gleich mal bei den Grubbern. Die sind draußen, zeige ich euch direkt. Das ist der Argobier HD 8400. 48.300 € kostet das gute Stück. 8,4 Meter Arbeitsbreite. 220 PS brauchen wir, um das Ding zu bewegen. Können wir uns direkt draußen auch mal angucken. Moment, gab es da verschiedene Ausführungen? Ja, mit Scheiben ausgestattet oder ausgestattet Schmutz. Irgendwas. Habe ich schon wieder vergessen. Glaubst du das? Das ist auf jeden Fall der mit Scheiben und das hier ist das andere Ding. So, wo sehen wir den Unterschied? Ach so, hier, die Scheiben sind der Unterschied. Guck mal, die sind geschlossen hier. Die Dinger und hier sind sie offen. Quasi. Ja. Genau. Das ist der kleine feine Unterschied, so wie ich das jetzt auf den ersten Blick sehe. Jawohl, hier sind sie, zack. Gucke mal. Genau, das sind die Scheiben und das sind die Schmutz. Ich hab's wieder vergessen. Tut mir leid an dieser Stelle, ich hab's schon wieder vergessen, wie die Dinger hießen. Aber ist nicht schlimm. Ich hab noch was vergessen, fällt mir gerade auf. Aber. Das. Und zwar haben wir noch so ein schönes Dingesilo. Ich, das stelle ich einfach mal hier hin. Zack. So. Genau, machen wir einfach mal weiter. Wir haben noch sowas hier gekriegt. Ein Senosons Mech Och Svets. Boah, ich kann es nicht richtig aussprechen, ist aber nicht so schlimm. Und zwar 5.500 € kostet das ganze Ding. Und das ist ein Adapter, der die Möglichkeit bietet, ein Werkzeug mit einem anderen Halter als das, was am Lader befestigt ist. Der Adapter ist mit einem sehr starken Rahmen für die harte Querbügel, Verriegelungs- und Schmiertassen für die einfache Schmierung gemacht. Und zwar ist das ganze Ding für den Radlader konzipiert, um die Schaufeln und Sachen von dem Teleskoplader zu bedienen. Und zwar habe ich das hier einfach mal an dem Radlader dran gemacht. Das sieht dann so aus. Und damit könnten wir jetzt hier reingehen ins Menü und sagen, komm mal her, zack. Wir holen uns jetzt hier einfach mal, ja, keine Ahnung, das gibt es eigentlich auch alles für den Radlader, oder? Auf jeden Fall könnten wir jetzt uns hier so ein Palettengabel nehmen, uns hier reinsetzen in das gute Schmuckstück. Wo haben wir sie jetzt? Palettengabel? Ja, Moment, man kennt sie da drin. Dann fahren wir da kurz rein, in die Halle. Und dann können wir da sagen, komm her. Wir haben jetzt keine Lust. Andersrum wäre das natürlich chilliger gewesen. Ne? Zack. Falls einer nur einen Radlader hat, guck mal hier. Brauche sich keinen Teleskoplader mehr kaufen. Ja, ist natürlich dumm. Ne? Also, es würde natürlich andersrum für mich mehr Sinn machen, weil Teleskoplader können wir hochstapeln mit dem Radlader. Wir haben die ganzen Sachen für den Radlader, wenn mich nicht alles täuscht. Hier, gucke mal.
Haben wir genau dasselbe, bis auf, was fehlt uns? Ja, für die Ballen, ja, genau. Das ist das Einzige, was uns jetzt hier, natürlich die Ballenzange würden wir kriegen, die fehlt uns da, ansonsten haben wir eigentlich alles hier. Ja. Können wir jetzt auch noch nutzen, aber sonst haben wir alles auch für den Radlader an dieser Stelle. Aber ist nicht schlimm, ist auch ein schickes Teil. So, gehen wir einfach mal weiter. Und zwar haben wir hier ein schickes Teil, das zeige ich euch auch direkt hier. Wo war es drunter? Ich glaube unter Diverses. Genau hier der RS 1400 von Crapan. Und zwar ist das Ding dafür geeignet, zum Verteilen vom Häckselgut in Bunker zum Beispiel. Also wenn ihr da alles reingeschmissen habt, so ein Durchfahrsilo zum Beispiel, dann könnt ihr das damit wunderbar verteilen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das werde ich demnächst auf jeden Fall mal tun. Ist auch nicht so riesig, wie das hier ja auch zu sehen ist. Also, weiß ich nicht, grob geschätzt ein Meter oder was. Aber damit kommt man dann halt, so ist es beschrieben, überall in dem Silo ran. Ohne weitere Probleme, meine lieben Freunde. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ding arbeitet. Wir werden es bestimmt in den einen oder anderen Livestream dann mal sehen. So, und dann haben wir hier direkt daneben ein Schwader stehen. Und zwar ist es von Pöttinger der Top 280U, 2,8 Meter Arbeitsbreite, 30 PS, kostet 6.500 Euro und 10 Euro pro Tag. Ja, man kennt's. So ein ähnliches haben wir ja eigentlich schon. Direkt von Anfang an. Ist aber nicht schlimm. Wir nehmen auch weitere Schwader. Warte mal, ist das jetzt andersrum? Warum steht denn da so rum hier? Ah, moin, man kennt's ja. Ich glaube, so rum müssen wir ranfahren. Ja, so rum müssen wir ranfahren. So, dann können wir das ganze Ding auch mal kurz aufmachen. Zack. Gucken wir mal. So. Jetzt sagen wir mal kurz den Unterschied. Ich mache das jetzt einfach mal für euch. Holen uns einfach mal den Top 4,6 Meter. Ach so, hier, der hat eine höhere Arbeitsbreite. Auf jeden Fall haben wir so einen schon mal. Hier, ich hole uns das mal zum Vergleich. Das stellen wir mal daneben. So, fahren wir mal kurz rein. Das holen wir uns zum Vergleichen, meine lieben Freunde. Ich will euch ja auch Vergleiche zeigen, wenn wir sowas hier machen. So. Hier haben wir jetzt 4,8 Meter mit. Also fast das Doppelte. Und da können wir jetzt mal sehen. Zack. Wie wir sehen. Jawohl. Oh. Unterschied. 4,8 zu 2,8 waren es, ne? 4,8 zu 2,8. Also 2 Meter Unterschied. Merkt man, sieht man auf den ersten Blick nicht so hundertprozentig. Aber es soll auf jeden Fall ein Unterschied da sein. So. So viel war es erstmal zu diesen beiden Dingern. Dann haben wir hier noch, bloß nicht vergessen, ja, hier so einen kleinen Miststreuer. Der Orion 120TH. Jawohl, ist ein kleiner Miststreuer. Aber auch nicht schlecht, sag ich mal. Design gefällt mir. Kann man machen, muss man nicht machen. Nein, für kleine Maps ist das Teil auf jeden Fall wunderbar. Wir können uns den hier auch nochmal kurz angucken. Hier Orion 120 TA, 18.000 kostet das Ding, 12.000 Liter passen da rein. Deswegen auch 120 an dieser Stelle. 100 PS brauchen wir für das Ding, 10 Meter Arbeitsbreite, habe ich ja schon gesagt. Können wir mit Nokian-Bereifung oder Standard nehmen. Ich habe den jetzt, glaube ich, mit Standard genommen, jawohl. Und ja, 40 km/h fährt das Ding spitze. Klein, aber fein. Auch für kleine Maps geeignet. So. Dann kommen wir mal wieder zum nächsten Teil. Und zwar den Crapan. Den kennen wir ja schon. Und zwar haben sie jetzt ein Update rausgebracht dafür, meine lieben Freunde. Der ist jetzt doppelwandig. Also doppelt so hoch wie vorher. Irgendwie hätte ich jetzt gedacht, dass er ringsrum dann doppelt so hoch ist, weil so macht das ja kaum Sinn. Wenn der jetzt hier bis hier oben hin vollgestapelt wird mit ein paar Holzscheiten oder so, dann rutschen die hundertprozentig hinten raus. Weil Dingsbänder kann man hier nicht dran machen. So, was jetzt sehe. Nö, geht nicht. Ja. Komisch. Komisches Ding habe ich noch nie benutzt und glaube ich werde ich auch nie benutzen. Wo haben wir es denn drunter? Haben wir das hier unter Kipper? Ja, da ist es. 4000 Liter passen da jetzt rein. Waren das vorher auch 4000 Liter? Ich glaube, ne? Naja, auf jeden Fall können wir das wie hier schon mit Ladebordwand machen oder ohne. Kostet dann ein bisschen mehr. 5 Euro pro Tag. Wir können da alles reinschmeißen, worauf wir Bock haben. Gar kein Problem. So, aber wir sind ja noch nicht durch, meine lieben Freunde. Und zwar haben wir ja noch einen Grubber. Und zwar ist das der Köcklinger Allrounder 500 für 15.700 Euro, meine lieben Freunde. 130 PS, 10 Euro pro Tag, 5 Meter Spannweite. Läuft, würde ich sagen. Und zwar können wir da einmal mit Doppelwalze oder STS-Walze. Ja, dann habe ich auch beide gleich mal hier hingestellt. So,
Da haben wir sie. Oh, STS und Doppelwalze. So ist das der Unterschied für die. Habe ich das jetzt richtig rum? Ich hoffe doch. Doppelwalze, ja, moin. Man kennt ihn, man geht auf Nummer sicher. Nicht, dass ich euch was Falsches erzähle. Ja, genau, es war falsch. Genau. Wusste ich doch. Immer falsch rum. Ja, live und es gehört dazu. So, das ist die STS. Genau, jetzt ist, ja, stimmt. Jetzt, wenn ich es wieder sehe, weiß ich es auch wieder. So, und das hier ist die Doppelwalze. Macht ja auch Sinn. 1, 2. So sind das die Kirklinger Allrounder. Läuft auf jeden Fall. Wie viele Meter hatten die? Ich glaube, 5 Meter, genau. 5 Meter Spannweite. Also, wir haben ordentlich viele Grubber wieder gekriegt, meine lieben Leute. Ihr habt es gemerkt. 1, 2, 3, 4 haben wir gekriegt. Dann haben wir hier den schönen Kapkan. Dann haben wir das Ding, was auf jeden Fall hier für Silo verteilen ist. Das werden wir auf jeden Fall mal ausnutzen. Das Ding hier, ja, brauche ich nicht unbedingt. Ja, ein Grubber, Grubber, Grubber. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Noch mehr Grubber brauchen wir auch nicht. So, aber das war ja noch nicht alles. Und zwar haben wir ja hier noch unseren schönen Spender gekriegt, ne? Ich habe ihn vorhin nochmal schnell hier rausgesucht. Das ist ein Düngesilo. 5 Euro pro Tag kostet das Teil. Oh, ja. Hier kannst du direkt Dünger kaufen. Naja, was soll's. Bietet sich an. Werde ich euch gleich mal kurz zeigen. Zum Beispiel, wenn ihr so ein Teil hier habt. So, das nehmen wir uns jetzt mal. Dann kann man da hier schön. Warte mal. Zack. Lass das den Commander mal für euch testen. So viel Zeit muss sein. Dann nehmen wir den hier jetzt einfach mal. Zack. Und mit dem Teil könnt ihr hier jetzt eigentlich wunderbar. Der ist genau für die Breite zugeschnitten. Runterfahren. So, zack. Man kennt ihn. Zack. Und jetzt fehlt mir so ein bisschen die Animation, wie das da runterrieselt. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Ihr seht es, meine lieben Freunde. Mehr ist auf jeden Fall nicht gekommen. Glaube ich nicht. Ich habe hoffentlich nichts vergessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Nö. Wir haben alles. Sollte alles gewesen sein an dieser Stelle. Ich hoffe mal, das war ein bisschen hilfreich für euch. Ich habe euch jetzt einfach mal so die kurzen Mods vorgestellt, die letzten paar Wochen rausgekommen sind. Es macht ja keinen Sinn, immer nur einen Mod vorzustellen. Könnte ich natürlich auch machen. Aber so sammle ich und zeige euch die am Stück. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach ein aktives Däumchen nach oben da. Würde mich mega drüber freuen. Ansonsten schaltet wieder ein, wenn es heißt Livestream am Start und so weiter. Meistens ja zum Wochenende hin, unter der Woche mal gucken, wie es funktioniert. Ihr kennt es. Und wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, dann lasst auch gerne ein kostenloses Abo da. Road to 250 Abos, sage ich nur. Wir stehen jetzt bei 239. Es läuft ganz gut. Lasst uns einfach wachsen. In diesem Sinne sage ich trotzdem einfach mal, ciao, ich bin raus, meine lieben Freunde, euer Commander Keule, bis zum nächsten Mal, bis die Tage. Wir hören uns, ich freue mich auf euch, macht's gut.